Kefla armor. Gadgets. Autoloot. Auf jeden Fall. Mask. Ah, komm, hier Clues lesen. Okay, Meister habe ich ausgegeben. So. Challenges 3 von 6 und Collectibles 6 von 6. Contract Challengers, perform chain kills. Blow up enemies, kill enemies using mines. Kill without raising the alarm. Kill 2 enemies in the first 5 minutes. Complete all contracts without raising the alarm. Classic. Ich meine, da könntest du mal auf, mal gucken. Auf einfach wird es bestimmt locker gehen, aber naja. Your contract is Igor Sekov. He is CEO of Sekoil, Siberia's largest oil exploration and production company. Igor's father established the company and made a fortune buying state-owned assets during privatization in the 90s. But Igor was more interested in guns, cars, and girls than business. But during the Siberian War of Independence, he fled to London. There he met Olga Kurchatova, the party-loving youngest sister of the Siberian Prime Minister. Their marriage brought Sekoil and the Siberian state even closer together. They now plan to reclaim the disputed territories of the Arctic. By sabotaging oil rigs belonging to Russia, Denmark, and the United States. They will leave evidence that implicates the Siberian wolves. Sekov is on his way to his local office at the Kolchak seaport. His chief strategist, Leonid Nishlev, will also be there, coordinating the assaults. He must be eliminated too. Sekov's death won't be enough. You need to recover their list of primary targets. Find their electronic logbook at the port. Retrieve its contents. Along with his smartphone, we need to know who inside the government knew of his plans. Finally, we need you to plant explosives on the nuclear-powered icebreaker. It must never leave the port. Scupper their plans, Seeker. Nuclear-powered Icebreaker. Klingt schon mal sehr überzeugend. Junge, Junge. Mal sehen, was wir draus machen können. I'm near the harbor. Sekov has just arrived at the shipyard. His wife is on the move, probably meeting him there. Got it. The lighthouse. Lighthouse. Fast. Hmm.
good spot to camp. Seeker, we have new intel. We have learnt that Kurchatov ordered the secret police to bug his brother-in-law. Where is the trust these days? Ach komm, ich will ihn in den ersten 5 Minuten killen können. Oh, Gott's sake. What the hell? Vantage point. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. This is aber nicht. Aren't you nearby? Wo ist mein verfluchtes Bounty nearby? Das ist doch, dass da noch einer ist. Turrets. Wo ist denn der Kerl? So viel dazu. Target nearby. Juggernaut auf der Brücke, aber wo? Player, main target. Secondary target, irgendwo hier. Wo ist mein freaking Bounty? Wird wohl nichts mit in den ersten 5 Minuten. Das wird wohl eher weniger was mit den ersten 5 Minuten. Ärgerlich, ärgerlich. Mal wisst ihr, wo er ist, ne? Target nearby. Am Arsch. Komm ich hier nicht in den Stabilized Mode irgendwie rein? Yeah, whatever. 288 Meter. Ups.
What? Ah, verfluchte Axt. Ah. Er trifft sich am Hafen mit Bounty Active. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. Sniper. Ich konnte den übersehen. Wenn ich ja bloß wüsste, wo der blöde Kerl ist, ne? Scheiße. Helikopter. Okay. Okay. Habe ich schon. Also ich sehe es noch nicht gegen die Sonne, okay. Woo!
Ich ja mal behaupten, dass ich Glück gehabt habe. Ja, Target nearby. Am Arsch die Waldfee, Target nearby. Mann. Zwei Leute in direkter Sicht. Die Frage ist, was macht der Kerl? Und inwieweit sehen die beiden den da? Die Jungs kommen hierher? Schade. Dafür gab es jetzt nichts. Okay. Meinetwegen. Schade. Schade. Wo waren die überhaupt? So weit vorne. Könnte ich ja froh sein, dass die Affen hier nichts gesehen haben. Ich würde ja mal behaupten, dass du bei den 70 Metern es dürfte auch keiner gesehen haben, weil alle nach vorne gucken. So, ich habe die Patrouille hier ausgeschaltet. Den da oben kann ich ausschalten, wenn er da vorne ist. Den Sniper dann auch. Da, wenn der stehen bleibt, könnte ich den auch. Ist natürlich klar, wenn ich den jetzt, ich habe den in der einen Situation da erschossen. Und dann ist da oben drüber gleich der Sniper so. Nee, dann machst du nicht. Naja. So, mein Freund. Boah. Will ich unbedingt in die Sonne gucken? Meter. Ach, du bist ein Dings. Interessiert mich aber eigentlich gar nicht, ne? Den und wahrscheinlich auch den einfach erledigen. Gut. Den Treppenhaus dürfte eigentlich keiner finden. Von hinten nach vorne aufräumen. Drama! Bullet time! Warum stehst du? Sollst liegen bleiben.
ausgerechnet da kann ich ihn jetzt nicht. Oh oh, der ist alarmiert. Wegen dem. Scheiße. Puh. Okay. Na, ich brauche den dann stillstehend. Okay. Boah, ich kann echt nicht. Fuck me. Ah, 153 Meter. So, 150 Meter. Okay. Hm, auch eine schicke Waffe, aber einer von den ganz lauten. Okay, theoretisch ist der Sniper jetzt down und ich könnte den aber räumen, aber das mache ich nicht. Auch darum. So. Ah, verflucht. Ich hoffe, ich versau's jetzt nicht. Throwing knife, inventory full. Mein. Okay. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Sekov has just arrived at the shipyard. His wife is on the move, probably meeting him there. Got it. The lighthouse. A good spot to camp. Die Frage ist zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Waffe benutzen würde, die laut ist. Secret police to bug his brother-in-law. Where is the trust these days? Bounty. Okay. I'm at the vantage point. Lots of activity. Black gold has always attracted a large following. Ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Shit. Okay. Hm. Frage ist.
Frage ist, komme ich unbemerkt bis da drüben hin? Ich würde sagen, ja. Ah. Selbst von hier klappt das noch nicht ganz. Oh. Das klappt von hier aus immer noch nicht. Wenn ich nur den einen ausschalte, müsste ich hier lang kommen. Dann könnte ich auch da abkürzen, vermutlich. Oh, Mörserfeuer. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich nur den einen gekillt hätte. Oh, ich wusste gar nicht, dass das funktioniert. Scheiße, Mann. Komm, hoch mit dir. Ach, komm jetzt. Im Ernst? Okay. Okay. Das könnte klappen. Bounty Actor. Shit, nee. Ich muss nur gucken. Ach, taucht er gar nicht da auf. Ist noch gar nicht hier. Ja, ein anderes Spawn-Time, anderes Timing. Okay. Gut, dass der ins Wasser gefallen ist, weil da hinten steht noch einer. Der hat aufs Wasser geguckt. Okay, keinen Bock, die zu dodgen. Haben die überhaupt Kanten zum Hochklettern? Ich meine, ich habe 100 Leben. Bis dahin kommen sollte ich. Fuck me.
Hoch mit... Okay. Cool. Bin schon hier. Problem ist, da rechts könnte jetzt noch einer sein. Ich meine, man hätte auch direkt hier durchlaufen können. Holy shit. Entering Bounty Area. Behaupten, dass hinter den Kisten ist mein Ziel. Fuck! The client requires you to kill Officer Sergei Warshavsky. He is responsible for ordering the mass killing of prisoners during the Siberian War of Independence. His crimes have marked him out. Others will be after him. Warshavsky is paranoid. It's likely he has sniper cover. Yeah. Fuck me. Komm schon. Ich kann nicht den ganzen Tag warten. That's Warshavsky dead. Okay. Damit. Shit. Ja. Komme ich gerade rein oder bin ich schon im Feuergefecht? Bounty Area nearby. Gerade meine Chance vertan. Longest kill shot. Eins.
nicht schlecht. What? Ah! Ist ja zum Verzweifeln. Na gut. Ich glaube, das war's dann für mich für heute. Konzentration geht weg und ich mache irgendwelche komischen Sachen. Ich meine, innerhalb von fünf Minuten. Danach dann überleben, ne? Na gut. Ja, ich lasse es dann für heute dabei. Und wir sehen uns dann morgen Mittag wieder. Meine ich. Na ja, gut. Ciao.